Hallo und herzlich willkommen zurück bei Famers Live. So, willkommen zurück. Ich klicke auf Weiter, wir warten, bis das Spiel geladen hat. Und dann werden wir uns den nächsten Schritt wagen, denn ich erzähle euch, was diese Folge, oder wie ich diese Folge mit euch gestalten möchte. Aber das Problem dabei ist, es wird mehrere Spieltage dauern, um fertig zu werden. Also, herzlich willkommen nochmal zurück bei Famers Live mit Kasimir. Jetzt lege ich das aktuelle Werkzeug weg. Zum Reparieren behalte ich. Eimer mache ich auch. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Gut. Das einzige Werkzeug, was ich jetzt benötige, erstmal ist die Hacke. Das ist aber klar. Denn heute gibt's Hacke Peter. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Heute möchte ich mit euch Tabak anpflanzen. Benzin brauchen wir auch noch. Gar kein Problem, denn wir haben Zeit. Nein, Quatsch, hör jetzt auf. Warte mal. Ich wollte erstmal hier Benzin nochmal zurückpacken und mal schnell aufladen. Die Saatmaschine schon mal aufladen. Wir werden gleich hier Vorbereitung machen. Ach Mensch, Kasimir, ist das dein Ernst? Wir wollen pflügen und du hast wieder so, ja, das ganze geschnittene Gras ist verdorben. Leider. Okay, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Dann ist es halt so. Ich mach's bald in Kompost rein. Wo ist die Saatmaschine? Hier. Hier ist die Saatmaschine. Da packen wir erstmal die Samen rein. Also hier die ganzen Samen. Ich weiß, da muss noch viel mehr rein. Ich fahre erstmal damit. Erstmal hier aus der Ecke raus. So, das hier dann lösen. Ziehen, geht das? Ja, ich kann das ziehen. Aber nicht so, wie man denkt. Oh, ist das schwer. Oh. Wie haben die das früher gemacht? Alter Schwede. Die ganzen schweren Dinger. Lass los. Alter Schwede. Ist ja richtig schwer. So, wir müssen den Flug hier anbringen. Denn ich möchte mit euch dieses Feld hier richtig fliegen. Ne? Richtig Flug machen. Und dann noch durch hier noch ein bisschen rüber hier mit dem Schneiden. Also Gras mähen. Ist hoffentlich in Ordnung, wenn ich das so mache mit euch. Denn lang geredet, kurzer Sinn, werde ich mal schnell anfangen, das Feld durchzuflügen. Vorher erstmal Wasserschluck. So. Dann rede ich nicht mehr lange und fange sofort an, die Maschine anzuspannen und dann let's go. Thank you.
So, ich habe das Feld gepflügt, auch per Hand gepflügt, nochmal nachgearbeitet, wie im Kommentar beschrieben. Ne? Das werde ich hier noch offscreen in den Komposter hauen, weil wir das brauchen. Ich habe sogar mit einem Eimer Dünger drüber müssten, also ne, Komposter. Und wir haben jetzt 336 Samen da drinne. Und ich möchte mit euch in diesem Fall, warte mal, sollte ich vielleicht diesen Grasbüschel wegmachen? Wäre, glaube ich, sinnvoller. Aber ist nicht so schlimm, wenn der kleine Grasbüschel bleibt. Ist ja nur ein Samen, was verloren geht. Ansonsten ist das hoffentlich nicht so schlimm für euch, wenn ich das mal so stehen lasse und einfach mal Platz mache. Und ich habe auch gesehen, so viel Benzin verbraucht ja gar nicht, wenn ich damit ein Feld bearbeite. Ist erstmal ein kleines Feld, aber ist, denke ich mal, so in Ordnung, wenn man ein kleines Feld anfängt. Und ich schau mal, wie weit ich komme. Es ist nämlich schon 17 Uhr noch was, weil ich nämlich mit den Eimer hin und her latschen musste, wegen Nachdüngern. Auf jeden Fall, ja, mache ich einfach nicht so lange schwafeln, sonst wird es schnell dunkel. Das ist nicht so geil, im Dunkeln hier zu spielen. Dann sehe ich gar nichts mehr. So, dann lege ich einfach jetzt mal schnell los. Okay, das ging schnell. Ja. Wir werden noch einen Baum ansetzen. Also Bäume anpflanzen, werde ich auch noch machen mit euch. Also, das sollen über 300 oder 400 Samen Tabak sein. Irgendwie ist das ein bisschen... Sieht zumindest für mich wenig aus für 400 Stück oder 300 Samen. Naja, wenn da was verloren gegangen ist, ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, man bekommt Tabak. So, diese Karre muss ich dann, ach hier, diesen, ja, muss ich auch noch wegräumen. Aber eins nach dem anderen, auf jeden Fall haben wir schon mal angepflanzt. Das ist die Hauptsache. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig, aber auf jeden Fall werde ich noch Äpfel. Ich wollte noch unbedingt Äpfel anpflanzen. Das bedeutet, ich müsste hier irgendwo extra machen, nur für Äpfel. Hier so ein extra Teil. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Ich habe das noch nie gemacht mit einem Baum. Apfelbaum meine ich. So. So. Noch ein bisschen. So. So. Ich habe noch keinen Plan, wie das mit funktioniert mit den Apfeln. Ne? Also ich denke mal, da muss schon Abstand sein. Genau. Apfel. Genau. Ich werde doch mal einen Abstand reinhauen.
Was nicht zu dicht, Apfel, Baum an Baum, weil sonst wird's hässlich. Na? Mein Gott, dieser Busch. Egal. Auf jeden Fall hier noch einen. So. Wollen ja nicht zu dicht an dicht, ne? Wollen ein bisschen Abstand lassen. Sonst wird's hässlich. So. Ja, genau. Na toll, also Werkzeug kaputt. Ne. Ich muss reparieren. Sorry, aber das muss ich reparieren, sonst funktioniert nicht. Ich kann ja nicht hier mit dem Grubber jetzt Flug jetzt hier auch noch ne, Dinge tun. Wieso sagte ich Grubber? Ich meinte Flug. Aber der kostet 2 Knochen, das Ding. Ah. Okay, ist doch kein Problem. Wo sind die Baumsetzlinge? Hier. Okay. Der Kopf wird nicht zu schnell dunkel hier. So. Wir brauchen schon hier einen gewissen Abstand zwischen den Bäumen. Sonst haben wir echt ein großes Problem, dass sie hier einfach so im Weg sind. Die Bäume meine ich. Ich weiß noch nicht mal, wie lange da brauchen die? 333 Stunden. Ach du Schill. Dann werde ich am nächsten Spieltag weitermachen. Ach du meine Güte. Ah, das schaffe ich jetzt nicht. Also, jetzt in dieser Aufnahme schaffe ich das nicht mit den Bäumen. Ich guck mal, ob ich noch, was war das nochmal für Aufgabe? Mit Pflanzen, Heidelbeeren und Himbeeren. Die fehlen mir noch. Oh, oh. Habe ich hier noch Heidelbeeren und Himbeeren-Samen? Ansonsten müsste ich noch schnell losdüsen. Heidel- und Himbeeren-Samen kaufen. Ja, muss ich wohl anscheinend. Muss ich mein Fahrrad hier schnappen und dann mal schnell los. Heidelbeeren und Himbeerensamen, wo waren die nochmal? Ich gehe mal nach LPG. Na? Hoffen, dass ich mir nicht festhänge. So wie sonst immer. Ja, ja, ja. Ich hab's geschafft. Um die Kurve. Ja. Yeah. Heidelbeeren und Himbeerensamen. Weil das möchte sie unbedingt. Dass ich Heidelbeeren und Himbeerensamen ansetze. Himbeeren, genau. Nein, nicht so viel. Maximal 3 Stück reichen. Und Himbeeren, auch 3 Stück. Reicht dicker aus. So, wir wollen es ja nicht allzu viel machen, ne? So, reden wir. Hallo, eine Minute für mich. Mal kurz gucken. Okay, mehr nicht. Okay, alles klar. Ist ein tolles System. Ich finde auch gut, dass die Frau, ja, so einiges dann für mich macht, wenn wir erwischen. Ach, jetzt sehe ich gar nichts mehr für die Himbeerensamen und Heidelbeeren. Oh, das ist gemein. Das ist echt gemein. Spiel, du bist gemein. Böses Spiel. Böses Spiel. Aber ich gucke dennoch, wo ich hin muss. Da, 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 da. 1, 2, 3. Gut. Und daneben noch die nächsten Samen. 1, 2 und 3. Yes! Pflanzenfrucht ertragen. Das Pflanzen. Also, ihr wisst schon. So. Sie sagen, dass jeder Chef gemein ist, besonders zu seinen Mitarbeitern. Antoni regiert SAF mit rauer Hand. Und er ist weder böse noch schmeichelt Mary. Als ob er sich nicht entscheiden könnte, ob er sie als Sklavin oder als Ehefrau haben will. Ich muss es während des Rennens eintreiben. Mary wird stolz auf mich sein. Ach du Schill. Es liegt Frost in der Luft. Kann doch gar nicht. Wir haben doch erst Frost gehabt. Oder ist Armsfrost, ne? Gut, dann schlafen wir mal durch. Bis zum nächsten Spieltag. Ach du meine Güte, jetzt schnaubt er hier auch noch im Bett. Ist ja ekelhaft. Kasimir, was soll deine zukünftige Frau davon halten, wenn du hier rumschnaufst während des Schlafens? Ist ja eklig. Okay, wir benutzen mal Tee. Einmal Tee benutzen. Wir haben ja erstmal genug an Tee. So, ich habe hier nämlich noch Heu. Müsste ich eigentlich verkaufen. Einige Tiere werden bald sterben. Ja, super. Da müssen wir jetzt diesmal aufpassen, ne? Diesmal sind die Gardinen farblich statt schwarz. Okay, lag wohl an der Grafikkarte. Ich habe nämlich meine alte Grafikkarte drin.
Jetzt sieht man die Farben richtig von der Gardine. Finde ich richtig gut. So, wie gesagt, da mit dem Kompost, also hier mit dem verdorbenen Essen, werde ich noch einen Kompost packen. Das mache ich offscreen. Hier sind die Himbeeren und Heidelbeeren. Und da ist Samen. Samen! Und mit dem Baumsetzling, das werde ich auch noch offline machen, ne? Nämlich, die brauchen 333. Was für... waren 320 Tage schon? Meine Güte, das ist ja über Winter schon. Bis sie gereift sind, das dauert. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich wieder starte, dann habe ich hier aufgeräumt. Und starten dann nächste Quest bei irgendjemand anders. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Aushalten. Ich sag's gerne nochmal und ja, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.